20 minutes later. Ich dachte mir, ich will auch mal ein Fashion-Statement setzen und habe den Peso Tank Sneaker geordert. Irgendwie ist die Box ein bisschen kaputt gegangen. Haben wir hier in weiß. Haben wir. Verdammt. Nee. Alter, das kann doch nicht wahr sein jetzt, ey. Ich wollte doch endlich auch mal geile fashionable Schuhe haben, Mann. Alter, das kann nicht wahr sein. Scheiße. Kein Bock mehr. Niemanden juckt B-Roll. Das hier wird übrigens kein Peso-Werbevideo. Wie riesig dieser Schuh ist. Ich vergleiche das mal mit meinen Skate-Schuhen, die ich sonst so trage. Wie fett dieser Schuh einfach ist. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt ranfahren kann. Kann man den überhaupt zuschnüren oder trägt man den so? Ich will nicht durch ihren Schatten laufen. Alles gut. Alles easy. Boah. What are those? Oder so ähnlich. Es ist nicht, wie ich die zuschnüren soll, weil ist ja zu kurz jetzt hier. Tag lassen wir dran, oder? Wenn wir wieder zurückschicken können. Vielleicht gefällt der Schuh mir ja gar nicht. So fett. Danke, Mann. Freut mich mal. Korrekt von dir. Talachen, Talachen. Bin aber auch immer echt was hungrig nach so einer Session. Dönerkebab von Absalan, von gegenüber. Extra scharf. Alter! Wir sind jetzt hier bei mir am Compound. Ich wusste nicht, dass er eine hat. Aber ich glaube, jetzt wäre ich dumm. Ah ne, das war schon vorher. Junge, ich habe mir das Ding mal aufs Ei geschossen, das tat auch ordentlich weh. Wir haben die Strecke neulich mal freigemacht, das heißt, wir müssen jetzt mal ein bisschen einfahren. Das machen wir mit dem Pitbike. Check mal, wie die Strecke mittlerweile aussieht. Können wir uns natürlich nirgends so blicken lassen. Wir sind ja keine Penner. Also richtig sauber sind sie noch nicht. Ich glaube, da müssen wir noch mal ran. Top 5 auf jeden Fall der spaßigsten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass wir das Grün nicht mehr aus dem Schnürsenkel kriegen? Die sind auch gut, die sind wie neu. Die sind jetzt völlig durchnässt. Die müssen auf jeden Fall einmal durchtrocknen. Am besten an der Sonne und an frischer Luft. Okay, krass. Da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Zweiter Tag. Rücksendungen. Denn ich glaube, den kann man noch zurückgeben. So. Also ich hatte den ja erst einen Tag. Also ich finde, so viel Zeit sollte man ja haben, um den Schuh ein bisschen zu testen. Trocken ist er auch. Ja, ist ja gut jetzt Luft getrocknet. Hat ja schönen Luftzug. Oh, das ist noch alles gut. Der ist noch rücksendefähig. Das passt schon noch. Das passt schon. So, als Fashion-Influencer hat man natürlich auch seine eigene Yacht und muss einfach mal das Leben genießen. Wenn man das übersetzt und dann wieder zurück über Google übersetzt, dann steht da tatsächlich Yacht auch. Also es ist nicht einfach nur ein Paddelboot. Ich habe meine Hochseeangel vergessen. Ich weiß, viele sagen jetzt, was labert der, was für Yacht mit seinem pisskleinen Boot. Ich würde mal behaupten, mein 99 PS Außenborder behauptet was anderes. 9,9. Kannst du nicht lesen? 99 PS? 9,9, Marc. Was? 9,9. Was? Ja, 9,9.
wir sind jetzt hier auf Hoher See angelangt. Gehe ich meinem Hobby, dem Hochseeangeln nach. Kannst du das so, ein bisschen so schneiden, dass man nicht sieht, dass das nur ein kleiner Teich ist? Kannst du das so ein bisschen so schneiden, dass es aussieht wie Hochsee ein bisschen, dass du den Hintergrund ein bisschen wegmachst? Ich gehe heute mal auf Forelle, ja? Ja, ja. Was denn, dass die nicht so gut reißen, wenn man vorher mit dem Motorboot da durchgefahren ist? Besser, besser. Oh, das ist ein richtiges Ding, Junge. Besser, besser. Oh. Yo. Forelle ist es, glaube ich. Ich glaube, ca. 200 Gramm. Ah ja, ja, ey, ja. Richtig gut. Sollte auch ca. noch einen knappen Monat haltbar sein, glaube ich. Also ich bin komplett verstört von diesem Video. Guter Tag. 99. Und gehört, der Pesodank ist auch idealer Lake-Jump-Schuh, weil er so groß ist, dass er quasi wie ein Schlauchboot unter den Füßen funktioniert. Das ist doof. Jürgen, erster Versuch, Körper auf 1. Hey Timo, ja? Schöne Schuhe. Dankeschön, das sind meine, ganz neu. Die sind auch so schwer. Alter. Jetzt muss ich erstmal meine Hände waschen. Leute, wäre jetzt blöd, wenn wir mit den Schuhen Downhill fahren gehen würden. Ich glaube, meine Bremsen gehen nicht richtig. Ich muss ein bisschen nachhelfen. Ich bin gerade da und fahre mich in Vollbehinderte. Sehr gut, dann haben wir das auch auf Video. Das ist jetzt nur persönliche Meinung, aber ich finde, die Sohle zum Fahrradfahren ist noch ein bisschen zu dick. Ich glaube jetzt, wir haben ja noch ein bisschen die Windschnittigkeit angepasst vorne hier an der Seite von der Sohle. Bro, das ist wirklich so ein Quatsch. Ich weiß nicht, was das hier ist, wo das plötzlich herkommt, keine Ahnung. Das ist quasi die upgradete Version. Ich glaube, jetzt kann man damit auch wieder besser Fahrrad fahren. Dieser Schuh ist sehr gut. Dieser Schuh ist sehr schön. Aber die Frage ist, kann ein Peso Tank einen Double Flip? Den Trick kennen wir aber auch wirklich schon seit 2004. Yes! Okay Leute, jetzt mal Spaß beiseite, wirklich jetzt ganz im Ernst. Es ist ein wunderschönes Paar Schuhe. Wir wollen jetzt auch nicht zu sehr, zu hart. Ah, spinnst du? Dreimal mit der D4 Raupe drüber gefahren und die Dinger sind einfach immer noch ganz. Okay, aber finde ich gut, dass er das auch so jetzt noch erwähnt, um den nicht ganz in die Pfanne zu hauen. Ein bisschen tiefer gelegt, aber ansonsten immer noch okay. Okay, was so als kleiner Scherz angefangen hat, wird jetzt zum Battle, dass wir versuchen, die Dinger klein zu kriegen. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es ein schlechter Schuh ist. Ich bin schon davon ausgegangen, dass er was aushält. Aber gerade bin ich erstaunt. Aber wir haben da was. Ein sogenannter Separator. Ich denke, das sagt alles. Wir argumentieren jetzt einfach mal, dass die Separatorschaufel zu grob war. Und der Schuh einfach so durchfallen konnte. Ich muss tatsächlich sagen, er sieht jetzt wieder polierter aus. Das war eigentlich fast eher wie so eine grobe Poliermaschine für den Schuh. Aber wir haben dann noch was im Petto. Okay. Und was kommt jetzt? Er ist immer noch gut. Was soll denn das? Also ich komme gerade noch nicht so ganz drauf klar, dass die Dinger ernsthaft noch irgendwo dann doch noch heile sind. Ja Leute, was soll ich euch sagen? Belebten Baustellen waren mir ein bisschen viel. Ich habe mir jetzt eine ruhige Baustelle gesucht, wo ich alleine bin. Und jetzt einfach ein bisschen mein eigenes Ding. Alter,
ich mich gerade erschrecken. Als Sicherheitsschuh völlig ungeeignet, ey. Okay, also jetzt mal for real, bis auf die Tatsache, dass die Sohle sich jetzt langsam von innen auflöst. Hier im Innenraum ist auf jeden Fall alles Alcantara. Hat der Schuh doch wesentlich besser gehalten als gedacht. Ich meine, wir sind mit der D4-Raupe drüber gefahren. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, allgemein für meine Aktivitäten ein bisschen zu klobig, aber insgesamt qualitativ echt gar kein schlechter Schuh. Und dieses wunderschöne Paar in diesem wunderschönen, leicht gebrauchten Zustand könnt ihr jetzt bei eBay erwerben. Wir packen euch den Link in der Beschreibung für einen guten Zweck. Ansonsten lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was wir als nächstes Durability testen sollen. Ein McLaren 720S. Gerne dem Video ein Like da lassen, Channel abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Peace.